Und ein Moinsen zum nächsten Heimspiel-Audio-Vlog gegen Darmstadt 98, Freitagabendspiel. Wir eröffnen den Spieltag in der Bundesliga und wir eröffnen auch in Wasen. Also viel los in Stuttgart, in Bad Cannstatt, viel los da heute Abend, viel Trubel. Wir haben dazu ja auch, womöglich, werden wir ja gleich sehen, ich hoffe auf jeden Fall drauf und habe es auch irgendwie fast im Gefühl, dass wir auch eine Choreo sehen werden. 130 Jahre VfB ist jetzt ein bisschen her, oder beziehungsweise ein Auswärtsspiel her, das heißt erstes Heimspiel seit diesem Jubiläum, da gehe ich schon davon aus, ne, alle ja, Flutlichter auf einen drauf, alle Blicke auf einen, weil eben Einzelspiel Freitagabend, das ist der Zeitpunkt, wo du eigentlich mal als Kurve, als Stadion, wie auch immer, richtig einen rausholen können. Jetzt bin ich mal gespannt, will auch nicht zu viel erwarten, ne, aber ich habe schon ein bisschen Hoffnung, dass da heute Abend was geht, so wie auch beim Spiel, eigentlich ganz nette Überleitung, weil ist wieder schwierig. Top-Saisonstart, Guirassy trifft wieder, Will, wir haben es tausendmal angesprochen, ich habe es auch schon im längeren Podcast-Format gestern angesprochen, aber wir dürfen halt nicht den Fehler machen, jetzt gerade so Spiele wie gegen Darmstadt, wo du auch schon vor der Saison sagst, Aufsteiger, Heimspiel gegen Aufsteiger musst du schlagen, wenn du in der Liga bleiben willst, so, da bleibe ich auch dabei, das ist ja ganz klar, aber wir dürfen nicht den Fehler machen und sagen, ja geil, sind die nächste 5-0 zu Hause, weil ich glaube, das könnte halt ein bisschen schwieriger werden, natürlich, ich nehme sofort ein 5-0, ich nehme sofort einen entspannten Abend mit, aber ich habe das Gefühl, dass Darmstadt das vielleicht ein bisschen schwieriger macht, dass es vielleicht ein bisschen enger wird, ein bisschen, ja, ruppiger wird das Spiel, eben ein bisschen ekliger anzugucken wird, bin trotzdem ein guter Ding, habe ja auf 2-0 getippt, dass wir die wirklich auch heute zu Hause schlagen, wir müssen auch in der Heimmacht bleiben, werden und bleiben, wie auch immer. Aber wir dürfen eben nicht den Fehler machen, jetzt quasi übertreiben, weil ich glaube, es ist jetzt das erste Spiel in der Saison, eben nach so einem guten Saisonstart auch 9 Punkte nach 4 Spielen, wo man auch mal sagt, ja, Darmstadt zu Hause, die schlagen wir jetzt auch noch. So vielleicht die Schulter darf man die eben nicht nehmen, aber ich bin trotzdem sehr, sehr positiv gestimmt. Sowieso gerade läuft's, in Mainz war Bombenstimmung in der zweiten Halbzeit, da wird auch von Beginn an jetzt heute Abend wieder Volldampf sein. Stimmungslevel ist gerade grandios hoch, wie gesagt, ist bei uns immer gut, aber eben wenn auch Erfolg obendrauf kommt, wenn guter Fußball obendrauf kommt, wenn Identifikation obendrauf kommt mit Mannschaft, mit Trainer und so weiter, mit den Fans zusammen, dann geht da richtig, richtig was, dann ist da gefühlt keine Grenzen gesetzt, wie ich so gerne sage, wie ich so oft sage, deswegen unendlich Bock auf das Spiel jetzt gleich. Ole, 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 ole
Hertha will aktuell. Der kann machen, was er will. Macht der wieder einsatzlos. War das geil. War das geil. Ey, Junge, neue Saison. Neun. Ja! Wahnsinn. Wahnsinn! Absoluter Vollwahnsinn! Ist das bescheuert? Erster Schuss heute von ihm! Eine geile
was soll man dazu noch sagen? So, der Zug kennt aktuell keine Bremse, der Euphoriewelle kennt aktuell keine Bremse und das fahren wir genauso weiter. Wir haben natürlich ganz klar Geschichte weiterhin die Bodenhaftung nicht verlieren, noch nicht von Europa träumen. Ihr dürft von allem träumen, so, mir doch egal oder uns ja egal. Ihr dürft von allem träumen, aber ne, so ein bisschen einfach den Realismus nicht ganz verlieren. Wir haben jetzt 12 Punkte nach 5 Spielen. Das ist komplett absurd. Ich glaube, letzte Saison hatten wir quasi von Spieltag 13 auf 14 die 12 überschritten. Also an Spieltag 13 noch 11, dann ein Sieg auf die 14 hoch, jetzt nach 5 Spieltagen. Und das so will ich es auch bewerten, oder habe ich es auch bisher immer bewertet. Wir laden uns gerade Puffer auf. Wir laden keine Punkte auf für Europa. Vielleicht kann man da später irgendwann drüber träumen. Also für die Saison war einfach noch viel zu früh, viel zu jung. Wir laden uns Puffer auf gerade, ganz simpel, um halt schon früher sagen zu können, yo, wir halten die Klasse. Im Gegensatz eben zum letzten Jahr, wo wir immer das Feld noch in den letzten Spieltagen von hinten quasi aufrollen mussten. Und das tut extrem gut. Das tut alles extrem gut. Wieder ein wunderschönes Stadionerlebnis. Klar, wird es hier ein bisschen durcheinander, weil ich jetzt keine genauen Stichpunkte vor mir habe. Aber das, was ich gerade so im Kopf habe, einfach nach dem Spiel, weil das Spiel war schon teilweise zäh, aber so war es ja auch zu erwarten. Ne? Ich habe ja auch nicht zum Beispiel nicht umsonst gesagt, jo, wir gewinnen das von mir aus 2-0, habe ich ja getippt. Lange 1-0, zäh und irgendwann noch ein Konter kurz vor Schluss mit dem zum 2-Tore-Unterschied. So war es auch am Ende, nur halt mit 3-1 statt 2-0 mit dem 2-Tore-Unterschied. War zähes Spiel, du gehst sogar in Rückstand durch so ein abgefälschtes Ding von Zagadou, der mir auch so mit Silas, würde ich sagen, die zwei so die waren, die ein bisschen negativ aufgefallen sind, nicht so gut waren heute, sonst wieder alle, also mindestens mal gut, dann natürlich ein bisschen zäh in der ersten Halbzeit gewesen und das ist 0-1 war natürlich auch so in gewisser Weise eine Art von Charaktertest. Muss man ja ganz ehrlich sagen. So, Charaktertest, du liegst tatsächlich mal hinten gegen Darmstadt, was passiert? Und den haben sie bestanden. 5 Minuten später, 1-1, top Ablage von Guirassy auf Enzo Mio zum 1-1, der dann reinhaut aus 11 Metern oder sowas. Erste Vorlage von Guirassy müsste es gewesen sein in der Saison bisher. Dann macht das halt nochmal selber. Das ist wieder so ein Ding, wo dann im Stadion jubelst und gleichzeitig schon im Kopf hast, was ist hier gerade wieder passiert? So ein bisschen ein Mix aus Schockstarre, also positiver Schockstarre und Jubel. Weil der nimmt sich diesen Ball einfach 16 Meter, ansatzlos, zack, boom, weiß nicht, wie viel kmh es waren, Strahl rein, gut Nacht, 2-1, Halbzeitführung. Also das ist wieder brutal, was er da gemacht hat. Alles, was der anfasst aktuell, funktioniert einfach. So alles wird zu Gold, es ist unglaublich, absoluter König aktuell, Guirassy. 9. Saisontor war das dann. Erste Halbzeit war sonst ein bisschen zäh. Zweite hat mir schon ein bisschen besser gefallen, weil sie ein bisschen mehr Druck gemacht haben. Auf das Dritte dann, was dann auch einmal kurz gefallen ist, aber war dann leider abseits. Da Millimeter abseits, irgendwie Schulter oder so war das, glaube ich, in irgendeiner Wiederholung gesehen. Ja, schwieriges Thema, weil abseits ist abseits und ne, noch mehr faktisch als andere VAR-Bewertungen oder Entscheidungen, aber ey, das ist wieder so Millimeter, da wäre ich, wenn heute tut es nicht weh, will auch gar nicht an der Entscheidung an sich rumkacken, vielleicht generell an der Regel. Weil in irgendeiner Form fände ich schon schön, wenn es irgendwie irgendwas gibt, gerade bei Abseits, gerade bei so Millimeterentscheidungen, wenn es irgendwas in der Form von quasi im Zweifel für einen Angreifer gibt. Aber gut, da bin ich nicht derjenige, der das Regelwerk ändert. Und auf noch eine große Chance gehabt war es, glaube ich. Generell, wir hatten es viele Torchancen, haben es oft verpasst, dann auch das Dritte zu machen, den Deckel drauf zu machen. Weil, muss man sagen, Darmstadt war jetzt nicht groß gefährlich so, aber das Ergebnis eben, ne, dann kommen mal wieder ein, zwei Flanken von Darmstadt, dann hast du doch so ein bisschen Restangst dann, obwohl sie nicht wirklich gefährlich waren, ein bisschen Restangst ist trotzdem da, wenn es halt 2-1 steht und die eine Ecke bekommen kurz vor Schluss. Ist zum Glück nichts passiert und dann 3-1, das auch, bevor wir zum Tor kommen, auch wieder ganz, ganz komisch, mal eine andersrum die Situation, oft ist ja so, Tor fällt, du jubelst, dann kommt irgendwie die Fahne oder sie kommt halt gar nicht und es kommt erst dann später der Finger ans Ohr vom Schiri und dann kommt VAR, Abseitsentscheidung. Diesmal war die Fahne sehr, sehr schnell oben, aber dann eben falsch. Also sag ich mal umgedreht quasi und das wieder auch wirklich fast ein klassischer Guirassy, muss man ja aktuell sagen. Chippt den wunderschön über den Keeper drüber. Jetzt steht der Mann bei 10 Saisontoren in 5 Spielen. Das ist komplett absurd. Komplett absurd, auch wahrscheinlich wieder der Man of the Match von dem Spiel, muss ja mit 2 Toren und einer Vorlage so, ist ja auch ganz klar, was da gerade abgeht, ist einfach unglaublich,
12 Punkte aus 15 möglichen. Auf Darmstadt haben wir auch so ein bisschen drauf geschaut vor dem Spieltag oder generell auch schon beim Spielplan drauf geschaut und ein bisschen Vergleich zu dem Schalke-Spiel letzte Saison, dem Heimspiel, aber auch rund um den fünften Spieltag, wo man gesagt hat, ey, wenn es jetzt auch schon nicht so gut wird, spätestens Darmstadt zu Hause sollst du dann schlagen an Spieltag 5 oder eben spätestens Schalke. Jetzt ja, haben wir halt einfach schon 4 aus 5 geschlagen. So. Das ist absolut absurd, aber absurd schön. Absurd schön. Auch die Stimmung, klar, war so ein bisschen ein Dämpfer irgendwann oder ein bisschen ruhiger dann irgendwann, weil das Spiel einfach ein bisschen zäher war, wie man es ja auch so ein bisschen erwarten konnte, wie gesagt. Aber dann rund um die Tore, spätestens danach dann auch nach dem 3-1 und dann bist du wieder Spitzenreiter über nach die Gesänge, auch einzelne Fangesänge, also Spieler-Fangesänge, Spielerchöre quasi zu Gerassi, finde ich auch sehr geil, weil also wir können dem englischen Fußball viel mehr und den englischen Fans viel mehr vormachen. Wir sind viel stärker als die, wenn es über 90 Minuten geht. Aber was ich cool finde in England, was da öfter gibt als bei uns, was bei uns gefühlt nicht gibt, sind so Fangesänge für einzelne Spieler. Und das fände ich schon geil, wenn man das so ein bisschen mehr etablieren könnte. Und mit Gerassi haben wir jetzt mal angefangen, sag ich mal, im leiseren oder kleineren Stile. Fand ich aber schon mal sehr, sehr geil. Geile Stimmung am Ende, Festtagsstimmung, also wirklich absoluter Traum. Was ein bisschen überraschend war tatsächlich, vielleicht auch da einfach eine falsche, ich sag mal, Erwartungshaltung, wenn da auch das Wort erwarten da ein bisschen böse ist, aber gab keine Choreo, habe ich auch im Intro angesprochen, deswegen muss ich es hier auch fast ansprechen, weil gab doch nicht. Ich ging eigentlich echt fest davon aus, dass sie es machen, weil der Rahmen war einfach gegeben, aber ja, ich glaube schon, dass es irgendwann noch kommt, 130 Jahre VfB, vielleicht dann nächstes Mal gegen Wolfsburg. Ich glaube, die haben ja auch morgen irgendwie so ein gemeinsames Basteln für die Kurve oder irgendwas in die Richtung ausgerufen. Vielleicht machen wir auch da was zusammen quasi für die Choreo. Ich habe keine Ahnung. Aber ne, zum Thema Erwarten, die Fans machen genug. Die Ultras, Fanszene, wie auch immer, machen genug. Stimmung reißen überall mit. Und so Choreos dürfen wir auch nicht vergessen, auch wenn es es immer öfter gibt oder immer regelmäßiger gibt vom Gefühl her und auch immer höher, schneller, weiter und breiter und größer werden die Choreos. Sie sind und bleiben ja trotzdem was Besonderes. Deswegen fände ich es auch ein bisschen unfair, quasi zu sagen, ich habe heute schon eine Choreo erwartet und bin jetzt enttäuscht, dass er nicht gekommen ist. Also so will ich es gar nicht formulieren, sondern eher überrascht, weil ich schon in irgendeiner Form doch gedacht hätte, dass heute was passiert, aber war dem nicht so und hat auch dem Spiel nicht wehgetan. Ne? Trotzdem der Heimsieg da, wunderschöne Stimmung gewesen über das gesamte Spiel. Auch wieder, was ich auch immer wieder sagen muss, was auch sehr, sehr geil war, wieder die Gespräche mit euch, also wieder ein paar von euch getroffen im Stadion. Auch Gespräche über so Themen wie die Audio-Vlogs jetzt. Themen natürlich auch dann in dem Sinne, im selben Zusammenhang, warum keine Stadionvlogs mehr und ach wie schade, fand es eigentlich immer ganz geil, warum darfst du nicht mehr filmen und sowas. Da würde ich auch immer schöner Austausch mit euch, wirklich geile Community hier am Start, hier immer wieder gemerkt. Und wir als VfB müssen einfach diese Welle weiterreiten. Jetzt kommt dann Köln nächste Woche, muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie noch an Karten komme, da bin ich noch leer ausgegangen im Mitgliederverkauf, also vielleicht nochmal den Aufruf habe ich schon mal gemacht, wahrscheinlich nochmal wiederholt den Aufruf, auch hier gerne natürlich auf YouTube, mich gerne anschreiben, Instagram, Twitter oder so, falls ihr zufällig noch irgendwie 2 Karten habt für Köln auswärts, weil, muss ich auch sagen, natürlich auf Spaßbasis, ne, aber bisher war ich ein Glücksbringer, so, ich war bisher die Saison nur in Leipzig nicht dabei, sonst überall dabei gewesen und in Leipzig haben sie verloren, also vielleicht muss man nicht ja fast nach Köln schleppen, damit es hier so weitergeht, ne, so, Spaß, auf jeden Fall einfach geil, einfach weitermachen. Platz 1 aktuell, da freuen wir uns auch riesig dran. Ich mache natürlich wahrscheinlich auch aus Spaß irgendwie Spitzenreiter den Titel mit rein, aber wir wissen auch natürlich, wo wir herkommen und wo wir auch hingehen, diese Sorge sehen, auf Strecke gesehen, aber einfach weitermachen, einfach geil. Was ich noch kurz herausheben muss, so ein bisschen Unsung Heroes, sag ich mal. Stiller wieder geil, generell krass, wie ein Stiller hier ja, reinkommt und sich hier einfindet, als hätte er bei uns seit 3 Jahren gespielt, wirklich reibungslos. Karasor auch stark, Stenzel fand ich heute sehr, sehr stark. Klar, Gerassi sowieso schon genannt, Mio fand ich auch ordentlich, auch Anton fand ich stark. Also wirklich, es läuft einfach. Es läuft, genauso wie meine Gedanken im Kopf, deswegen bringe ich es hier lieber mal zu Ende, bevor ich hier noch mehr vor mich her brabbel. Gerne eure Meinungen in die Kommentare, auch immer natürlich super gerne kostenlos Like und Abo lassen, ganz klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.